Ja, ich bin hier mit Tamara von Betonist. Herzlich willkommen an der Basler Feinmesse. Dankeschön. Erste Frage, nicht ganz ernst gemeint. Tamara, hast du auch schon mal einen Auftrag für Betonfüße erhalten? Ja. Von wem? Diskretion. Sehr gut, Diskretion ist das oberste Gebot. Aber kommen wir zum ernsthafteren Teil. Wann hast du angefangen, mit Beton zu experimentieren? Zu experimentieren? Schon als Kind. Erste Experimente, die sind natürlich schief gegangen. Ernsthaft zu arbeiten, eher vor 2 Jahren. Und seit etwa einem Jahr mache ich jetzt, dass ich jetzt auch 100% auf Beton umgestiegen bin. Und wie lange hast du gebraucht, bis du die richtige Mischung zusammen hattest? Bin noch dran. Es gibt keine richtige Mischung. Das heißt, du kannst entwickeln und experimentieren. Es ist open-end. Unterscheiden sich die Mischungen von Werkstück zu Werkstück? Also hat beispielsweise der Tisch eine andere Mischung als die Schale? Der Tisch und die Schale haben tatsächlich gleiche Mischung, aber wo die Schale draufsteht, das ist extra leicht gemacht, damit der Hocker nicht zu schwer ist. Da ist man sogar in der Lage, den mit einer Hand zu halten, trotz riesiger Masse. Weil das ist dann, verrate ich nicht, leichter gemacht. Okay, dein Geheimnis, das willst du uns leider nicht anvertrauen, aber ist ja auch okay. Was ist denn so dein Topseller? Was verkaufst du am besten? Am besten, oder Menschen haben am liebsten gerade da hinten sichtbar, Schalen. Oder so flache Teller und wieder Schalen. Eigentlich hier im Bereich so auf dem Tisch aufstellen.